Finde eine für dich bequeme Sitzposition. Du kannst auf einem Stuhl, auf einer Bank oder vielleicht auf einem Kissen direkt auf der Erde dich auch hinsetzen. In einer Wiese, auf einem Felsen. Sitze in einem Ort, an dem du dich wohl und sicher fühlst. Bringe deine Hände auf deine Oberschenkel oder Knie und bringe die Fingerkuppen von Daumen und Ringfinger zusammen in jeder Hand. Diese Handgeste hilft uns, der Erde anzuvertrauen. Prithivi Mudra. Es gibt uns ein Gefühl der inneren Stabilität. Und dann nehme ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge, wobei die Ausatmung ganz lange sein darf. Und in der Ausatmung signalisierst du deinem Körper, dass er sich entspannen darf, dass er in Sicherheit ist und dass er ganz stabil auf der Erde sich befindet. Deine Beckenschale ist ganz schwer. Von den Sitzbeinhöckern kannst du dir vorstellen, dass Wurzeln in die Erde hineingehen. Von deinen Beinen aus, Luftwurzeln vielleicht, in die Erde hineinreichen. Dein Unterkörper ganz stabil auf der Erde sitzt. Bringe deine Zunge zum oberen Gaumen. Und in der nächsten Einatmung beobachte, wie die Wirbelsäule von der stabilen Basis nach oben ragt. Tief in deinem Schädel, oberhalb des Ortes, wo die Zunge den oberen Gaumen berührt, ist ein Raum, der sich mit jeder Atmung weitet. So wirst du merken, dass du ganz mühelos aufrecht sitzen kannst. Und lasse dich ganz ein auf die nun folgende Meditation zur Erkundung unserer inneren Landschaften und des Erspüren der Elemente in uns. Seit Menschengedenken gibt es diesen Gedanken, dass wir Teil der Natur sind, ganz Teil der Natur. Und die Natur sich auch in unseren Körper widerspiegelt. Wir sind selbst Teil der Schöpfung und die Schöpfung selbst.
Unsere Knochen bestehen aus ähnlichen Mineralstoffen wie eine Handvoll Erde. Unsere Blutbahnen sind wie Flüsse, unsere Lungen wie Baumkronen. Und wenn wir uns erlauben, unsere inneren Landschaften zu erkunden, dann nehmen wir auch die äußeren Landschaften ganz anders wahr. Wenn du an das Sonnenlicht denkst, wo spürst du in dir dieses Licht? Wo spürst du in dir das Feuer der Sonne? Die Sonne, die sich ausbrennt, um uns Leben zu schenken. Spürst du diese Weite in dir? Die Weite eines Ausblicks von einem Berg, die Weite über Hügellandschaften. Der Raum, lasse deinen Blick nach innen gehen und diese inneren Landschaften erkunden. Vielleicht hast du noch Bilder von einem Naturspaziergang. Schattigen Wäldern vielleicht. Von saftigen Wiesen. Vielleicht möchtest du das Mantra wiederholen, Aham Brahmasmi, ich bin die Schöpfung. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Ich bin die Erde. Ich bin die Tiefe des Sees. Ich bin die Weite der Lüfte. Ich bin das Sonnenfeuer. Ich bin Raum. Weite dein Gewahrsein aus. Und spüre, wie du ganz Teil von allem bist. Aham, ich bin. Thank you.
Und jedes Mal, wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, dann wiederhole: Ich bin Aham, Aham Brahmasmi, ich bin die Schöpfung. Lass diese Worte in dir wirken. Lasse deine Atmung wieder tiefer ein- und ausfließen. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen aufmachen und noch ein paar Momente in dieser wunderbaren Gegenwärtigkeit bleiben, in dieser Präsenz. Thank you.